Stell dir mal vor, du lebtest in einem Land, in dem es eine Gruppe von Menschen gäbe, die es in Ordnung finden, wenn über ein Jahr lang mit Angst Politik gemacht wird. Das ist eine Gruppe von Menschen, die es klug finden, nur offiziellen Quellen zu glauben. Menschen, die dafür sind, Regeln nicht zu hinterfragen. Menschen, die es begrüßen, dass die freie Presse zensiert wird. Die nicht aufschreien, wenn Ärzte, Richter und Wissenschaftler Berufsverbote und Hausdurchsuchungen bekommen, sobald sie dem Regierungsnarrativ widersprechen. Menschen, die nicht aufschreien, wenn die Regierung in nächtlicher Sitzung ins Gesetz schreibt, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung fortan eingeschränkt werden können. Auch unabhängig von einer etwaigen epidemischen Lage. Menschen, die nicht aufschreien, wenn Demonstrationen verboten werden, die die Regierung kritisieren. Die nicht aufschreien, wenn gegen Regierungskritiker brutale Gewalt ausgeübt wird. Menschen, die es als Pflicht ansehen, der eigenen körperlichen und seelischen Gesundheit zu schaden, falls die Regierung es verlangt. Menschen, die andere Menschen gerne abschieben möchten, die auf andere gerne beschämend mit dem Finger zeigen möchten, die anderen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung absprechen. Die andere Menschen von gesundheitlicher Pflege ausschließen möchten. Menschen, die andere als Sozialschädlinge bezeichnen. Jetzt stell dir noch vor, du gehörtest zu dieser Gruppe Menschen. Nur weil du denkst, die Gruppe derer, die ausgeschlossen und abgeschoben werden sollen, sei wirklich gefährlich für die Volksgesundheit. Und als letztes stell dir noch vor, du hättest von dir selber immer behauptet, du hättest damals sicher nicht mitgemacht. Kannst du dir das vorstellen?